Servus zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay von mir. Und diesmal Domination auf der Map Nansha Angriff. Wie ihr wisst, das ist ein Naval Strike DLC Map, die ich sehr gelungen finde. Und auch im Domination Modus finde ich sie, ja, sagen wir mal so, ich finde alle Naval Strike Maps richtig klasse. Gespielt habe ich hier mit der RPK-74M, das ist ein LMG. Mit dem Cobra-Visier, dem Kurzgriff und dem Schalldämpfer drauf. Warum Schalldämpfer auf dem LMG? Naja, das RPK-12 und RPK-74 und auch die AWS, glaube ich, sind ja die einzigen, die Sturmgewehr-Ursprung haben, sage ich jetzt mal. Und da ich ja, wie ihr wisst, Sturmgewehre sehr gerne mit Schalldämpfer spiele, ist es auch bei diesen möglich, und sie haben ja auch Sturmgewehr-Eigenschaften, meiner Meinung nach. Wie gesagt, das RPK-12 und RPK-74 sind ja eigentlich die AK-74, nur halt, dass sie einen verlängerten, schweren Lauf haben und ein größeres Magazin. Und deswegen sind sie in der Gruppe der LMGs drin, was ich, muss ich ganz ehrlich sagen, indirekt nicht verstehe, weil für mich ist ein LMG wie die M60E zum Beispiel oder die MG4, das sind für mich LMGs, ja, ist egal, aber die Waffe, muss ich euch sagen, die ist richtig gut, die gefällt mir. Nun zum Gameplay, diesmal auch habe ich auch kein Thema für euch, ich wollte euch nur mal dieses Gameplay zeigen, weil das ist so geil geworden, da habe ich echt Gott sei Dank auch zur richtigen Zeit auf den Aufnahme-Button gedrückt, weil hey, so schlecht wie die Gegner waren, so schlecht wie mein Team war. Ich behaupte ja von mir auch, dass ich schlecht war, weil jeder Pro wäre hier, glaube ich, zu Null rausgegangen. Ohne Schmarrn. Aber ich finde, dieses Gameplay ist richtig gut geworden. Und ihr seht, es ist möglich, weil es sehr viele Anfänger anscheinend haben jetzt zu Ostern sehr viele das Battlefield wieder geschenkt bekommen. Ich weiß es ja nicht. Beziehungsweise sind ja auch die Nicht-Premium-Leute jetzt mit dabei, und das merkt man, das merkt man, dass da hier sehr viele neue dabei waren, weil schaut euch das Spiel einfach an, das ist, für mich ist es sensationell geworden, mein höchster Score und auch einer meiner besten Gameplays, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das Einzige, was noch besser war, war damals auf Flutgebiete, das, was ich mit der Xbox One gespielt habe, aber das ist, kommt schon dem echt hin. Wobei ich mich ja in dem Gameplay auch nicht besonders für gut empfinde. Ihr werdet es selber sehen, die ein, zwei Tode, die ich da gehabt habe, lächerlich, beziehungsweise irgendwann später zum Schluss hin habe ich ja mal dieses Sniper-Gewehr da oben, was in dem Bunker drin ist, aufgehoben und versucht da zu snipern. Da seht ihr mal, wie schlecht ich eigentlich snipern tue, weil ich glaube, ein oder zwei Kills habe ich damit gemacht, die anderen, die Ziele, die sich bewegen, habe ich nicht erwischt. Ja, wie soll es auch anders sein, ich bin halt eher derjenige, der auf stillstehende Objekte schießt und die dann auch recht gut trifft eigentlich, aber sobald er sich bewegt, das sind für mich sowieso nur lucky Treffer, weil ja, ich habe nicht die Zeit und nicht die Geduld dafür, mich darauf einzustellen, auf den Gegner, der sich bewegt und wie weit muss ich jetzt vorhalten, wie weit nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall, das Gameplay wollte ich euch nicht vorenthalten. Eigentlich habe ich ja gar kein Thema, aber ich weiß nicht, das sind 20 Minuten. Wollt ihr euch das antun oder soll ich noch irgendwas daherlabern? Was soll ich daherlabern? Zu meinem Waffenguide, der Auftragswaffen, komme ich später. Da habe ich auch schon ein Gameplay parat. Das ist ein Eroberungsmatch, kann ich euch gleich schon mal verraten. Das dauert auch noch länger als das hier, so eine halbe Stunde, weil auch der Waffenguide etwas länger wird. Weil ich werde nicht nur die einzelnen Waffen erklären, sondern auch, was für Aufträge das überhaupt waren. Ja, sonst macht es ja keinen Sinn, denke ich mal, oder? Und deswegen dauert es natürlich etwas länger, ausgiebiger. Nur zu dem Gameplay, boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, was ich erzählen soll. Findet ihr, ja doch, eine andere Frage, findet ihr, dass es jetzt besser geworden ist? Weil angeblich wollten sie es ja bis Ostern hinbekommen. Ich habe nichts gemerkt, was sagt ihr? Am Montag war ich wieder bei der PlayStation Network. Keine Ahnung, haben sie da wieder irgendwas gepusht, sage ich jetzt mal. Weil das ist was ich bei Sony eben nicht verstehe. Warum es da Einschränkungen gibt. Macht doch das, so wie ich es schon mal gesagt habe, nur ein Teil.
ein Drittel von den Servern und jeweils Dritteln und so kriegt es keiner mit, dass ihr irgendwas arbeitet an den Server, aber ich weiß nicht, ich lebe da in einer anderen Welt anscheinend, aber die, wie gesagt, die Konkurrenz schafft es auch, ohne dass die Spieler das mitbekommen. Ja, jahrelange Xbox-Erfahrung. Aber wie gesagt, das ist das einzige Manko, was ich an PlayStation, muss ich ganz ehrlich sagen, habe. Das Einzige. Ansonsten, ich habe bei Battlefield noch keine Veränderungen gesehen. Ich finde, es läuft vielleicht ein Ticken besser, aber ansonsten, es hakt immer noch. Und gerade auf den Naval-Strike-Karten-Eroberung ist ja fast nicht möglich. Ich habe mit meinem Kumpel jetzt am Wochenende wieder gespielt. Auch auf den anderen Maps, es hakt und hakt und hakt. Jetzt kommt gleich eine Szene, da wollte ich schon wieder auf DICE schimpfen, weil mit diesen, da seht ihr gleich, da nehme ich drei Leute gleich hintereinander weg, dann noch den vierten, der fünfte war dann zu viel, seht ihr jetzt. Und normalerweise haben die ja einen Spawn-Schutz und ich dachte eigentlich in dem Moment, ich gehe drauf, aber ich habe es anscheinend doch geschafft, aber das ist eine geile Szene, wie ihr seht. Die anderen, die spawnen laufen, wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Richtig geil, oder? Naja. Ja, überhaupt, das Spiel war geil. Ich weiß nicht, das ist einer meiner geilsten Spiele. Hat mir richtig Spaß gemacht. So muss es immer sein. Ja, aber so ist es leider nicht immer. Man kann sich die Gegner ja nicht aussuchen. Ansonsten, was gibt's noch Neues? Wann kommt jetzt endlich das neue Patch, damit Battlefield besser läuft? Ich weiß es nicht, ich habe nichts gelesen. Ich habe nur wieder heute gelesen, dass wir auf unsere Server-Mietungen, sage ich jetzt mal, weil man kann ja auf Konsolen, soll man ja auch früher oder später sich eigene Server mieten können. Und das haben sie jetzt wieder, wobei sie ja noch keinen Termin genannt haben, aber sie haben jetzt das wieder verschoben. Welchen Pseudotermin sie auch hatten, sie haben den wieder verschoben, weil es eben immer noch nicht reibungslos läuft. Und sie möchten ja, habe ich gelesen, sie möchten ja, wenn es denn dann einen Server zum Mieten gibt für die Consoleros, dass zumindest, wenn wir schon dafür zahlen, dass es dann reibungslos läuft. Hallo? Wenn wir schon dafür zahlen, soll es reibungslos laufen. Was ist mit dem Spiel? Dafür haben wir auch gezahlt. Was ist mit Premium? Dafür haben wir auch gezahlt und es läuft nicht reibungslos. Hallo? Was ist denn das jetzt für eine Einstellung? Entschuldigung, ich sage, die PCler können sich Server mieten und es läuft auch nicht reibungslos. Was soll denn das jetzt? Das müsst ihr mir mal erklären. Was ist denn das für eine Aussage? Hm? Also, weiß nicht, das ist wie mit einem Finger in der Wunde bohren. Also, und abgesehen davon, noch schlimmer könntest du es ja eh noch nicht machen, oder? Also, gib doch die Server frei. Meine Güte, ich verstehe diese Theorien von denen nicht. Echt nicht. Kann ich mir nicht erklären, was das soll. Ja, damit das Spiel, wenn wir schon zahlen, damit wir auch gut, also reibungslos spielen können. Ich möchte wissen, was sich das wieder für ein Spast ausgedacht hat. Und dieser Spast, der sich das ausgedacht hat, ich glaube, der verdient das Zehnfache von dem, was ich im Monat verdiene. Ohne Schmarrn. Egal. Naja, ansonsten, bei der PlayStation soll ja demnächst ein neues Patch kommen. Auch demnächst, im April demnächst, also wir haben nur noch 7 Tage. Wann will Sony mit dem Release dafür rauskommen? Update 1.7.0 für die PlayStation, was ja unter anderem, habt ihr ja gesehen, ein neues Feature mit sich bringt, was diese Share-Funktion verbessern soll, beziehungsweise das Ganze soll einfach umfangreicher werden und besser werden. Genauso wie dieses HDCP-Verschlüsselung aufgehoben werden soll. Das heißt, wir könnten alle, die jetzt einen Splitter benutzen, könnten dann theoretisch nach diesem Patch ohne Splitter aufnehmen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich werde es natürlich dann ausprobieren, wenn es so ist, weil dann spare ich mir wieder ein Gerät, was angeschlossen ist. Ja, ist so. Den Splitter werde ich dann bei eBay vertickern und krieg wahrscheinlich nichts mehr dafür, weil eben, es braucht ja dann keiner mehr. Naja, schauen wir mal. Und ansonsten gibt es jetzt eigentlich echt nichts Neues. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch 10 Minuten labern soll. Doch, ich werde in Zukunft, ich bin ja jetzt mit den Waffen bald durch. Ich habe jetzt die AWS nur noch vor mir. Wie gesagt, eine lasse ich außen vor, das ist die UMP9. Und daraufhin werde ich jetzt für die Nicht-Abonnenten demnächst ein Video hochladen. Das soll sozusagen mein Vorstellungsvideo werden. Das lasse ich allerdings machen, weil das für mich zu aufwendig ist. Ich muss auch dafür was berappen, aber ist egal, es bleibt ein Geheimnis.
Auf jeden Fall, das sind meine erspielten Gameplay-Szenen, die da reinkommen. Deswegen, wie gesagt, es wird halt für mich gemacht. Es soll so eine Art Vorstellungsvideo werden für meinen Kanal, für Nicht-Abonnenten, dass sie dann eben vielleicht Interesse haben, dann doch mich auch mal mehr anzuklicken oder vielleicht sogar zu abonnieren. Schauen wir mal, ich hoffe, dass es, also mir gefällt es sehr gut, es ist noch nicht fertig natürlich, aber die sage ich jetzt mal, die Version, die ich jetzt so gesehen habe, ohne meinen Clips natürlich gefällt mir schon sehr gut. Ich hoffe dann mit meinen Clips, dass es dann noch besser wird. Allerdings habe ich da noch Soundprobleme. Ich hoffe, dass derjenige, der mir diesen Clip, dieses Infovideo, sage ich jetzt mal, für meinen Kanal zusammenstellt, auch einen gescheiten Sound mit reinpackt, weil ich habe da echt keinen blassen Schimmer, was ich da machen soll. Aber egal, den werde ich demnächst, weiß nicht, wie lange es dauert, diese oder nächste Woche, werde ich den auch nochmal hochladen, so zwischendurch irgendwann mal unter der Woche. Und ich hoffe aber auch, dass ihr den für mich bewertet und sagt, ob ihr den gut findet oder nicht. Schauen wir mal, weil wie gesagt, das soll dann eben mein neues Vorstellungsvideo für alle Nicht-Abonnenten werden, weil ich ja jetzt mit den Waffenguides, wie gesagt, bin ich ja dann durch und dann werde ich ja in Zukunft eben Spiele spielen, die mir persönlich am meisten Spaß machen und das ist zum Beispiel Rush, das ist eben Eroberung und vor allem mit meinen Spitzen und da hätte ich jetzt, ich nehme das gleich mal als Übergang und da habe ich jetzt gleich mal eine Bitte an alle meine Abonnenten und auch an Nicht-Abonnenten. Und ich denke mal, ich spreche da allen YouTubern aus der Seele, sage ich jetzt mal. Bei mir ist es jetzt so, liebe Leute, ich spiele gerne mit euch, ich habe damit kein Problem mit euch zu spielen. Ihr könnt mich gerne adden und wenn ihr mich aber online seht, dann würde ich euch eben darum bitten, wenn ihr mit mir zocken wollt, dann joint doch einfach bei mir rein. Ich weiß natürlich, manchmal ist es blöd, weil kein Platz mehr da ist oder wie auch immer. Jetzt ist es eben bei mir zum Beispiel so, ich habe, Gott sei Dank, 116, glaube ich, sind es mittlerweile, Abonnenten. Das ist nicht viel. Und ich versuche auch, es eigentlich jedem gerecht zu machen. Ihr wisst ja selber, oder ihr merkt es ja selber, ich versuche ja auch, ja, jedem zu antworten. Aber überlegt mal, ich habe jetzt eben nur diese 100 oder, sage ich jetzt mal, 116 Abonnenten. Wenn ihr eben YouTuber fragt, oder ob sie mit euch spielen wollen, die eben 4.000, 10.000, 100.000 Abonnenten haben, da dürft ihr nicht böse sein, wenn die es eben nicht mit euch spielen. Liebe Leute, wir haben auch noch ein Real Life, weißt ihr? Ich hab einen Kumpel, mit dem spiele ich sehr, sehr gerne, mit dem bin ich auch regelmäßig in einer Party drin. Nicht immer, weil ich habe Familie, meine Frau hält nicht viel von YouTube und Battlefield, deswegen kann ich nicht immer zum Beispiel mit meinem Kumpel chatten zum Beispiel, es geht nicht, weil meine Frau stört es halt einfach, weil es zu laut ist, aber egal, gelegentlich mache ich das sehr gerne und mit meinem Kumpel Baudet übrigens, mit dem chatte ich auch sehr gerne und deswegen kann ich nicht, ist ja klar, ich kann doch nicht meinen Freund, sage ich jetzt mal, für Leute, die ich nicht kenne, einfach austauschen, das geht nicht, das müsst ihr einfach verstehen. Deswegen die Bitte, entweder ihr joint bei mir mit rein, so wie bei allen anderen YouTubern auch, aber fordert nicht von denen, sie sollen euch folgen oder bei euch mit reinkommen, weil das geht nicht. Wie gesagt, wir haben ein Privatleben noch. Wir machen YouTube ja nicht, viele machen natürlich YouTube, um Geld zu verdienen. Ich zum Beispiel mache YouTube nur auf Spaß, um euch eben meine Spielweise zu zeigen, meine Gedanken mitzuteilen. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist ja nur eine Bitte, es ist ja nicht bös gemeint. Und ich persönlich versuche es ja auch allen recht zu machen, aber meine Bitte ist halt nur, ihr müsst auch die anderen YouTuber verstehen. Also es geht nicht. Wenn man, wie gesagt, ich habe jetzt eben nur 113 Abonnenten und ich krieg's auch nicht immer hin und gerade mal. Und wenn es eben YouTuber sind mit über 1.000 oder 10.000, ihr wisst ja selber, manche, ich bin ja nur ein kleiner Fisch auf YouTube. Und die großen Haie, sage ich jetzt mal, die können nicht sich um jeden Einzelnen kümmern oder auch nicht jede Frage beantworten. Das geht halt einfach nicht, müsst ihr verstehen. Das wollte ich jetzt hier auch nochmal losgesagt werden, damit ich die 20 Minuten voll kriege. Aber die kriege ich immer noch nicht voll, wir sind erst bei 15. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die letzten 5 Minuten noch mit euch quatschen soll. Ansonsten, was gibt es von meinem Leben? Ja, wie ihr wisst, ich bin halt schon 40 Jahre jung. Ich behaupte 40 Jahre jung.
weil ich mich so fühle halt. Wenn ich jetzt meine Haare noch, ich leiste schon graue Strähnchen, wenn ich meine Haare färben würde, ich glaube, dann würde ich auch als 20-Jähriger durchgehen, denke ich mal. Naja, ich übertreibe natürlich wieder, aber ihr wisst, wie das ist. Ansonsten, ich habe Frau und Kind und wie schon vorher erwähnt, die mögen das nicht so besonders, wenn ich jetzt hier jeden Tag mit irgendwelchen Leuten chatte oder auch mit meinem Kumpel chatte, weil es sie stört, es ist zu laut. Ansonsten, ich bin berufstätig, ich gehe von morgens 6 bis nachmittags 3 zum Arbeiten, deswegen kann ich am Abend gelegentlich auch zocken, das ist kein Problem. Und am Mittwoch und Samstag bin ich sozusagen alleine zu Hause und da kann ich dann eben auch meine Videos machen, ohne dass ich jemanden störe, und deswegen gibt es bei mir in der Regel nur zweimal in der Woche Videos, es sei denn, ich habe einen Glücksgriff, wie letztens mein Live-Video. Da kommt dann diese Woche auch nochmal eins, wo ich live aufnehmen konnte und gleichzeitig spielen konnte. Und deswegen, so schaut es bei mir aus. Und mir fällt immer noch nichts ein, was ich jetzt noch die letzten 3 Minuten sagen soll. Und deswegen sage ich euch einfach nur, scheiß drauf, schaut euch den Rest an, genießt die Show. Das Gameplay ist sensationell geworden, finde ich. Und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Und wie gesagt, wenn ihr mit mir zocken wollt, joint mir einfach rein. Ich bin ja fast, nicht jeden Tag, aber ich bin ja ziemlich oft online. Wenn ihr eben, wie gesagt, mit mir zocken wollt, dann kommt einfach nach, okay? Also, viel Spaß noch beim Gucken und ciao, bis zum nächsten Video. Ich habe einen feindlichen MG-Schützen in eurem Gebiet gesichtet. Over. Kontrolle über Einsatzziel Charlie übernommen. Gesichtet. Over. Wir haben Einsatzziel Charlie verloren.